Hey und willkommen hier zu einer neuen Let's Build-Folge zu meinem Elternfreundenhaus hier in The Sims 4. Natürlich nur mit dem Basisspiel und mit Objekten aus dem Elternfreunden-Gameplay-Pack. Und die Familie, die haben wir erstellt. Heute geht's weiter. Nach letztes Mal haben wir das Teenager-Zimmer hier eingerichtet. Und heute geht's weiter mit dem Jeremy Pascal und der Zoe Marie. Die Sims haben wir erstellt im Livestream. Und die Zoe Marie, die ist ein fröhliches Kind, ne? So ein bisschen Social Butterfly-Liebling der Massen. Und er ist so der Vorzeigesohn, ne? Im Gegensatz zum Teenager. Der Jeremy Pascal hier, ich spreche das mit Absicht so aus, der ist ein Bücherwurm und ja, denen richten wir heute das Kinderzimmer ein, das gemeinsame Kinderzimmer, nachdem wir ja letztes Mal hier so ein bisschen hier was in der Garage noch weiter gemacht haben und natürlich hier oben, ich zeig's nochmal, ne, das Teenagerzimmer, das gammel Teenagerzimmer mit Schnecke und Schulprojekten und Computer und allem möglichen Krams hier für den Teenager haben wir letztes Mal eingerichtet. Heute geht es weiter, wie gesagt, mit dem Kinderzimmer und da haben wir hier noch Platz dafür. Ne? Da habe ich schon ein bisschen was Zeugs hier reingeschmissen und ich würde auch hier mal sagen, ne, wir holen uns die schönen Deckenlampen, die haben die wieder bei IKEA im 20er-Pack gekauft. Hier so. Und ja, da bekommen die ihr Reich rein. So. Ja, und weil das so toll hier aufzuteilen ist, möglich ist aufzuteilen, machen wir hier, würde ich auch so sagen, dass wir hier so ein zweigeteiltes Kinderzimmer machen. Wir machen das ja, er kriegt vielleicht irgendwie so ein, ich würde ihm vielleicht sogar ein bisschen so in dieses grünliche oder machen wir gelb. Wir machen gelb und ja, hier ist so, ne, auf eine Seite gelb, Teppich. Oder wir machen sowas, ist auch nicht schlecht, ne? Und blau hier, ja, dass die so richtig ihre getrennten Bereiche haben. Und ihr, was geben wir ihr? Aber sie ist eher so blau, ne? Er ist eher, oder ist auch so ein bisschen hellblau. Wir haben sie so ein bisschen vom Shirt her, ne, schwarz-blau. Und er ist auch so schwarz-blau. Und hier ist er hellblau-weiß. Okay, dann gucken wir mal, ob wir da irgendwas hier trotzdem aufteilen können, schön. Wir machen da... Ja, das ist halt wieder so sehr typisch irgendwie. Wir machen ein Bayern-Zimmer. und ja, die Kinder, die bekommen hier eine schöne Elternfreundentapete auf jeden Fall. Und da machen wir, was machen wir denn da? Ich würde einfach sowas da nehmen, ne? Das ist ganz schön. Wobei mir jetzt das mit dem Boden gar nicht gefällt. Oh Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott. Wir machen das, glaube ich, doch so, dass wir das hier, genau, wir machen das auf der Seite so und der Boden, oh, der Boden, das ist so krass einfach, ne? Aber ich würde das so gerne aufteilen, aber vielleicht machen wir das dann doch so, irgendwie anders. Es ist schon eine krasse Farbe halt, ne? Oh, oh. Ja, sollen wir das so arg trennen hier? Das wäre schon schön eigentlich. Oder machen wir die ein gemeinsames Kinderzimmer? Kommen wir mal doch ein gemeinsames. Ich finde das jetzt so schön, ich mache schon wieder blau, ich weiß, aber ja... Ja, das ist doch hier schön erfrischend. Hier oben ist doch toll. Ist doch toll. Ja, okay, komm, das machen wir so. Ja, ja. Die haben unten auch noch Spielbereiche. Okay. Weil die müssen ja auch hier, die Tür ist leider nicht in der Mitte, ne? Deswegen müssen die ja auch irgendwie durch das Zimmer des anderen latschen und dann... Ja, schöne Idee. Leider heute nichts dabei. So, Kinderbetten. Wir holen uns schöne Kinderbetten. Auch hier mache ich wieder den Filter rein, ne? Damit das ja nicht irgendwie aus Versehen passiert. Basisspiel und Elternfreuden. Und was für Betten kriegen die denn? Also, die brauchen natürlich schon hier so schöne Betten. Ich würde denen auch vielleicht so ein Einzelbett hier geben. Das ist voll toll. Das passt auch, hätte auch zum Teenager gepasst, ne? Gibt es nur drei Farben. Das ist aber wieder schlecht irgendwie. Das ist aber schlecht. Weil das finde ich grausig irgendwie. Wobei zum Bücherwurm. Aber das Rote ist ganz nice. Und das, komm, dann machen wir das doch dann. Oder machen wir das ihr? Sieht auch so eine kleine... Wir machen das ihr, genau. Und er kriegt das Rote. Wir machen das so. Dann machen wir das... Sollen wir das hier so vor? Das Fenster ist ein bisschen komisch, ne? Machen wir nicht so. Machen wir anders. Das Kopfende, das muss hier irgendwie, glaube ich, so dann sein mehr, oder? Komm, wir machen das mal so in die Mitte rein. Wir machen die immer am Rand, die Betten. Das ist so ein bisschen doof. Dann kriegt er das rote Bett und sie kriegt das blaue Bett hier. Obwohl, das ist aber knapp jetzt hier, ne? Da wird es jetzt aber knapp. Das können wir nicht so machen. Nee, das geht nicht. Dann kriegt er seins da hinten hin. Und ja, Rockgitarre passt jetzt nicht zum Bücherwurm, ne? Deswegen. Aber die anderen Betten sind ja irgendwie grässlich, finde ich. Und wenn wir denen einfach ein normales Bett geben. Das neue Elternfreundenbett zum Beispiel. Das wäre nämlich auch nicht schlecht. Komm, dann machen wir doch das. Da gibt es schöne Farben davon. Dann nehmen wir das hier.
Für den Jungen. Und für sie nehmen wir... Oh, das ist auch voll schön. Komm, dann machen wir das. Ja. Ja. Ja, weg mit dem alten Scheiß. Wir haben neue Betten bekommen hier. Ah, das ist echt doof hier mit den Fenstern. Oh, das ist blöd. Ich kann ja nicht das Bett hier auch noch mit der hohen Kante da... Ja, oder wir machen das so. Und dann schlafen die beieinander. Ist das so gewünscht? Von den werten Herrschaften. Wir machen hier mal Motherlord. Wir brauchen schon wieder Geld. Finde ich jetzt gar nicht so schlecht. Wobei ich das dann eher auch auf der anderen Seite vielleicht sehe. Und hier mehr das Spielzeugs beim Fenster. Oh, die armen Kinder, die müssen zusammen. Oder wir lassen eins da und eins da. Das ist auch nicht schlecht, ne? Also so ein Zweier-Kinderzimmer. Dann haben wir in der Mitte des Bettes mal was anderes. Ja. Und dann kriegen wir hier noch einen Spiegel rein. Den machen wir auch da in die Nische. Finde ich ganz toll. So neben dem Bett auch. Das ist doch ganz schön. So ein bisschen sowas noch. Und hier für den Jungen hier. Und das machen wir auch irgendwo noch hin. Das brauchen wir. Wir brauchen irgendwie diesen Krams hier noch. Wir brauchen diesen Krams. Ja. Die Kleine ist so ein bisschen wilder. Da gibt es auch mit Einhorn und Regenbogen und so. Und mit Einhorn Kuh mit Flügeln. Oder was ist das denn? Oh, wie cool. Ja. Und das sind die Bücher von ihm. Das sind natürlich die Kinderbücher. Ne? Die müssen wir dem irgendwo in ein schönes Regal reinpapsen. Und jetzt nehmen wir auch für die Kiddies hier so eine schöne Kommode, oder? Die wird auch schon wieder knapp hier mit dem Platz. Oh Mann. Wir haben ja gar keinen Platz in diesem Zimmer. Ich dachte, das ist ein schönes großes Kinderzimmer. Ein paar Pustekuchen hier. Dann müssen wir eigentlich auch schon die Kommode nehmen, ne? Oder gibt es da irgendwie eine schöne Farbe dazu noch? Sowas, dann kommt ein bisschen was bunter. Was brauchen wir da schon, oder? Ja, ein bisschen was Buntes hier drin. Bunteres. Und da gibt es die neuen Vorhänge. Komm, die holen wir uns. Da, die hier. Die sind so schickimicki. Die passen hier perfekt für die Fenster auch. Dann nehmen wir dann, ja, blau. Komm, wir nehmen die blauen. Das ist ja dann ganz, ganz toll. So. Schöne Vorhänge hier, ja. So. Oh, die haben ja echt perfekte Aussicht hier, oder? Wow. Das sieht hier alles noch voll wild aus. Wir brauchen jetzt erstmal so ein Nachttischchen. Da gibt es ja auch diese neuen da. Wenn wir die dann auch in Rot hier genommen haben, dann nehmen wir hier vielleicht auch nochmal eine Farbe, wobei wir auch hier wieder irgendwas Buntes nehmen könnten. Das ist schon hart. Hardcore. Komm, jetzt kriegt die. Die ist so eine kleine Fashion-Braut hier. Würde ich machen. Würde ich machen. Ja, da müssen wir aber hier die Kommode hinmachen. Das ist ein bisschen eng dann. Oder machen wir das da in die Nische rein? Und den Spiegel dann dafür? Na, das passt besser. Dann hat man da mehr so Ankleidebereich. Und ja. Soll ich das Bett vielleicht doch in die Nische reinstellen? Ja, dann lassen wir das andere aber... Das müssen wir ja. Wir können das ja nicht... Oder sollen wir das so vor das Fenster machen? Das ist bestimmt auch schön, da vor dem Fenster so zu lesen... Ja, das sieht dann... Wir haben sonst keinen Platz. Wir haben sonst keinen Platz mehr zum Spielen in der Mitte. Das müssen wir so machen. Die können da drüber latschen, ne? Über dieses Zeugskrams. Ja, glaub schon. Okay, und er kriegt dann aber eher was Schlichtes wieder. Er ist ja so der Vorzeigesohn, sag ich jetzt mal. Der kriegt dann... Ja, ich fand das Blaue schon gar nicht so schlecht. Aber das beißt sich so ein bisschen mit diesen Schubladen da unten, oder? Ist da nicht noch so eine Türkis-Variante, so eine Art... Ja, das ist auch nicht schlecht. So ein bisschen bunt hier noch. Ja, das ist auch schön. Also mich hat jetzt das irgendwie so... Ich weiß nicht, es hat mich irgendwie gepackt. Wir nehmen das hier. Stellen wir das vor das Fenster. Müssen wir eigentlich fast schon, ne? Ach, ist das doof. Da, yeah. Kann man die Fensterfälle noch verschieben? Wie wär's? Na, das ist schwierig. Guck mal an. Da unter dem Dach ist ein bisschen doof. Also wir machen die ein Stück höher. Können wir das hier aber auch so machen? Ja, müssen wir das hier auch so machen. Dass das Fenster aber auf keinen Fall unter dem Dach ist. Weil das ist ja doof. Das sieht ja doof aus. Ja, dann machen wir das so machen. Machen wir das so. Da geht's noch bei dem Bett. Ja, das ist okay. Ist noch okay hier. Und da auch die Vorhänge. Ne? So. Ja, das ist schon, da geht es ein bisschen weiter weg und dann passt, das passt so. Das ist in Ordnung. Alright, jetzt haben wir das hier schön an der Wand auch. Sehr gut. Das gefällt es mir doch wieder nicht mehr.
müssen dem, glaube ich, echt so, nee, wir nehmen dem, geben dem den Standard. Ja, der ist so wirklich vorzeigig so und sie ist so ein bisschen Fashion-Prinzessin, oder? Fröhliches Kind. Bunt. Spieglein an der Wand. Ja gut, ist nicht an der Wand. Ja, ich lasse den weiß. Finde ich ganz schön. Okay, und sie ist ein bisschen wilder und er ist ein bisschen lieber. Also ist ein bisschen sauberer. Ein sauberes Kind. Oh Gott. Aber was machen wir denn da jetzt? Ah, oh, der kriegt auf jeden Fall so ein bisschen so was Schönes, Kleines, irgendwas so, sowas. Oh, nee, das passt ja gar nicht so gut. Ich würde ihm schon so da gibt es, glaube ich, auch ein Blau. Ja, der kriegt so eine Pflanze. Der ist so, der kümmert sich um sowas. Der macht das ganz gern. Aber die kriegen beide trotzdem noch ein Nachtlicht. Das ist so ein Überbleibsel noch aus der Kleinkindzeit. Und die machen wir über das Bett, oder? Das ist ganz schön. Yes. Sie bekommt es auch. Wir haben ja da schon ein paar so rausgeholt. Und sie bekommt es aber über den Nachttisch hier, würde ich sagen. Das ist hier ein bisschen besser. Schön rosa, oder? Ja, so ein bisschen. Bisschen rosa ist gut. Schönes Jungenzimmer hier. Komm, das kriegen wir hin. Dann papsen wir da noch Krams an die Wand. Bei ihr jetzt auch wieder, dass wir da ein bisschen Kontrast haben. So was Wilderes. Da gibt es auch dieses Schöne da. Ah, das ist ein bisschen zu kindlich. Ja. Ja, ich würde das so Sportrichtung mehr machen. Ja. Ja, oh, das ist toll. Das passt auch irgendwie farblich, weiß auch nicht. Und das ist schön wild hier. Mhm. Und er, oh ja, auf jeden Fall hier, ne? Das ist so der Lesefuchs. Der hat auch wirklich Bücherwurm. Und das Bestreben ist, glaube ich, auch so lesefaul. Nee, nicht lesefaul. Wie heißt es denn? Das ist so... Ach, das wird ja auch voll gut passen. Kann man das irgendwie größer machen? Dann geht es über die Fenster, ne? Schade. Das wäre ganz gut, wenn das so irgendwie in der Wand irgendwie... Guckt mal, wie das aussieht. Aber es wird ein bisschen matschig jetzt. Aber wir machen das trotzdem. Wir machen dann hier das Nachtlicht hin. So. Ja, ein bisschen höher, dass die Sterne da oben sind. Und das lassen wir so vergrößert. Guckt euch das mal an, wie schön das aussieht, oder? Bisschen das Bett vor. Mhm. Ja. Gut, die Pflanze ist jetzt hier leider ein bisschen im Weg. Aber ich finde das Bild so toll. Da machen wir die Pflanze so ein bisschen an den Rand hin. Die will wieder nicht, deswegen machen wir Move Objects. Hier, Move Objects. So. Der passt gut auf die Pflanze. Der gießt sie jeden Tag. Der ist ganz wild drauf. Freut sich, wenn sie Wasser braucht. Ja, dann kriegen wir noch so eine kleine Uhr dahin irgendwo. Das ist auch nämlich so was Süßes irgendwie, finde ich. So ein kleines Sternchen drauf. Komm, die machen wir hier hin. Und die nehme ich, habe ich glaube noch nie benutzt, die Uhr. Wirklich. Die habe ich glaube echt noch nie benutzt. Und dann machen wir hier hinten auch vielleicht nochmal eine Kommode. Oder dass da jeder seine eigene hat. Dann gehen wir bei der vielleicht doch wieder in die Richtung von dem Mädchen. Was haben wir denn da? Nein. Ja, schon eher. Doch, das ist so ein bisschen bunt. Trotzdem schön. Und bei ihm machen wir dann, was machen wir bei ihm? Oh, das ist auch für dem Fenster wieder. Das mit dem Fenster ist ja aber auch katastrophal. Bei ihm das Schlichte einfach, ne? Da hat ja jeder seine Kommode, das ist okay so. Das ist okay so. Gut, ist jetzt ein bisschen hier, ne? Ja. Bei ihm eher dahin und bei ihr ist eher darüber, oder? Machen wir das so? Ja. Ja gut, der Spiegel wäre jetzt eher ihrer, ne? Ist aber auch hier wieder blöd. Machen wir das hier für sie. Jetzt gucken wir, dass wir das irgendwie so ein bisschen hier reinkriegen noch. Machen wir das so, dann ist die Box hier hinter dem Ding und das Papier kann ja durchaus unter dem Spiegel jetzt ein bisschen stehen. Da hinten liegt noch irgendwie so ein Tagebuch oder was. Ja. Okay. Und das ist von ihm so. Und da müssen wir dann nochmal gucken. Kann man die Tür nicht eins weiter rüber? Das ist ja nicht besser. Genau, viel besser. Da kann man hier das nämlich hinmachen. So. Jetzt haben wir es geschafft. Hier, Daniel, meine Güte. Okay. Also Bücherwurm. Wir müssen jetzt erstmal gucken, dass der ein schönes Bücherregal kriegt. Also ohne das geht ja mal gar nichts.
Das kriegen wir auch wieder nicht unter. Oh, scheiße. Das ist echt blöd. Ich würde so gern so ein Bücherregal für den Jungen hier machen. Kriegen wir das? Das können wir doch mal einfach so oben drüber machen. Das sieht ja einfach schöner dann aus, oder? Machen wir das doch einfach so. Das ist hier einfach, oder machen wir das ganz hoch? Kommen die da noch ran dann? Ich glaube nicht, ne? Aber ist eigentlich egal. Hauptsache, es sieht gut aus. Oder wir machen das, nee, wir machen das, ich weiß was. Wir machen das als Raumtrenner. Wir haben doch in der Mitte Platz. Wir machen das so als kleiner Raumtrenner. Ja, das ist so, obwohl das passt eigentlich auch hier ganz gut dann davor. Ja, noch besser. Das ist die Frage, ob wir hier wieder... Da gibt es nicht nur Eis. Ja, das passt jetzt wieder. Nee, das ist so eine Mischung, ne, von allem. Ich mache jetzt mal doch die Variante da mit dem Sparschweinchen. Das ist so ein bisschen mehr die Kindervariante, auch mit den Kopfhörern und so. Ja, das ist so ein freies Regal. Das kann man ruhig hier doch ein bisschen vor das Fenster stellen. Okay, ich finde das voll schön. Komm, die kriegen hier noch so ein Aquarium. So ein bisschen um die Fischis sich kümmern. Hier machen wir nochmal schöne Kinderdeko dazu. Da gibt's dann, unten haben die ja schon mal Sachen und so, ne? Das brauchen die nicht im Kinderzimmer. Wir haben im Wohnzimmer haben wir so Maltischzeugs und so, ne? Das lassen wir auch da. Da gibt es noch so ein Schulprojekt und so, ne? Das ist ganz schön. Oh ja, genau, die Tagebücher müssen wir natürlich uns holen. Das haben wir auch beim Teenager vergessen, ja. Komm, dann legen wir das hier so mitten rein. Das ist so aus, als wenn es da dazugehört. Und dann holen wir uns nochmal eins, privates Tagebuch. Und zwar für den Jungen. Das müssen die aber dann gleich verstecken hier. Weil der hat auf jeden Fall ein Tagebuch. Ja, weil er ist ja Bücherwurm hier, ne? Dann machen wir das aufs Nachttisch-Schränkchen hier hin. So, jetzt haben wir da ganz viele diese Kinderbücher. Die würde ich dann auch hier so auf die Kommode so ein bisschen legen, so drumrum. So ein bisschen frei auch vielleicht. Die müssen wir dann anpapsen. Da können wir nicht mit den Slots hier arbeiten. Das ist blöd. Blöd mit den Slots hier, liebes Spiel. Das ist nicht so toll. Waren das schon alle? Ja. Müssen wir nämlich die irgendwie so ein bisschen noch, die sind aus dem Debug, die haben wir mal rausplatziert. Wir müssen da gucken, dass wir die irgendwie so ein bisschen da in die Ecke vielleicht, ne? Wenn wir das so, und dann hauen wir die drei da einfach so dahinter, ne? Das ist so ein Fischi-Buch, das nehmen wir hier dazu. Okay, also du kommst erstmal weg, du kommst hier zum Fischi. Drehen wir so ein bisschen. Ah ja, ein Goldfischbuch. Oh, wie toll. Und die zwei Bücher, die packen wir hinten in die Ecke rein mit dem Move Objects hier mit Alt gedrückt halten. Dann können wir die das so ein bisschen so frei auch machen. Aber die krallen sich ja, die Bücher, ne? Egal wo die liegen, die papsen die ja nicht an, sondern die... Ja, ne? Jetzt haben wir hier noch das Problem. Das müssen wir wieder zurück. Die krallen die sich einfach, ne? Und dann von der Luft aus ziehen die sich das dann ins Inventar oder in die Hände. Das ist das Fischi-Buch. Voll schön, voll schön. Jetzt will ich da noch in den Debug gehen. Da haben wir doch auch diese, Achso, ich muss ja unten natürlich in die Suche, Debug. Geht schon wieder los hier. Da gibt es ja auch diese Streu-Dinger da. Wo ist denn das? Streuzeugs. Hm, das. Sollen wir sowas nehmen? Komm, wir nehmen einfach sowas. Das kriegen die Fische bei uns, kriegen sowas. Aber das platziert jetzt wieder hier in der Mitte, ne? Ich will das aber nicht in der Mitte haben. Ich will das da... Ah! Das ist bei uns das Fischfutterzeugskrams. So. Jetzt hast du Malstifte und so. Komm, die können wir da so ein bisschen auf den oder da. So, genau. Und... Oh, und was nehmen wir denn noch? Puppenkopf. Das hat irgendwie was Gruseliges, ne? Also wir können jetzt echt mal gucken, dass wir jetzt hier erstmal wirklich Kinderspielsachen nochmal ein bisschen reinbringen, weil sonst wird es auch nichts mehr. Und bei ihm würde ich auch wieder sagen, dass er auf jeden Fall Schulprojekte hat. Er ist ja da der King, ne? So Bücherwurm, so ein bisschen. Was hat der Bücherwurm? Hat natürlich die Ritterburg, oder?
Ja. Ja, sowas noch dazu. Mhm. Gut, wobei so Konstruktionssachen da auch ganz gut passen würden. Und der Vulkan ist natürlich auch das Maß aller Dinge, ne? Das ist schon so, da machen wir den. Ja. Und die Riddleborg, können wir die nicht da oben? Doch, können wir auch. Die ein bisschen weniger Fels. Oh, komm, lass mich dich da platzieren. So, dann haben wir das für eine kleine. Mhm. Schön. Das ist die mittlere, ich weiß. Aber ich finde die andere, die ist ein bisschen zu... Ah, das ist die ganz schlechte. Nee, da gibt es nochmal eine ganz schöne, die da mit Fähnchen. Ja, die ist auch nicht schlecht, aber die ist ein bisschen zu viel, ne? Die sind noch nicht so gut, die Kids. Die müssen erst noch lernen. Okay. Also sowas wäre natürlich auch richtig klasse für den Jungen. Also das ist so wirklich so ein Wissenschaftler... Das gibt es auch nur in einer Farbe, dieses scheiß, Entschuldigung, Objekt. Ja, ich will halt ihn schon so ein bisschen in die Wissenschaftler reinkriegen. In diesen Vorzeigejunge, der hier experimentiert und lernt und... Doch, dann machen wir das. Das wäre auch in der Garage ganz gut gewesen, aber ich würde es jetzt trotzdem mal hier im Zimmer lassen. Die brauchen da, glaube ich, keinen Stuhl, ne? Nur für Kinder. Die brauchen da, glaube ich, keinen Stuhl. Richtig? Nee, da geht da gar kein Stuhl hin. Mm-mm, die stehen da davor. Und sie kriegt jetzt noch einen Schreibtisch. Oder so gemeinsam einen Schreibtisch, sage ich jetzt einfach mal. Oh, der passt natürlich auch ins Großstadtleben. Schade. Ja. Okay. Dann. Welche Farbe? Ach, so ein Blau passt so. Ja, ich mach mal den so. Mach mal den so. Und einen schönen Stuhl dazu. Da gibt's die hier, ne? Ist schon ein bisschen bold jetzt alles. Ja. Weiß, lila, rosa. Und da haben wir ganz bunt. Vielleicht machen wir dann noch mehr bunt rein oder... Ja. Nee. Wenn man das so ein bisschen mehr in die rosa Richtung machen. Okay. Da können die dann Hausaufgaben machen. Und dann machen wir sowas auch noch. Oh ja, diese hässliche Pflanze, die machen wir da drauf. So. Okay, okay. Und da brauchen wir jetzt noch so eine Stehlampe oder irgendwas. Oh, wir haben ja auch die, genau, die machen wir auch noch. Die Nachtlichter-Dinger da, die kleinen Eulen, die können damit auch spielen. Sogar die kleinen Kinder. Oh, und der kriegt noch so eine Leselampe. Ganz klar hier, natürlich. So, perfektes Kinderzimmer hier. Leselampe, auf jeden Fall. Spieltisch haben wir unten schon. So ein schöne, komm, die kriegen mal die Puppe. Die ist so ein bisschen gruselig, ich weiß, aber... Ja, ja. Ja, den Teddy haben wir schon so oft irgendwie verwendet. Ich würde es mit der Puppe machen. Die hat so ein bisschen was von... Ja, die kriegen wir wieder nicht unter hier irgendwo, ne? Mann... Wobei, wenn die da durchgehen können, durch das Zeugs, müssten die da eigentlich spielen können. Wir müssen nur aufpassen dann mit dem Tagebuch. Dann legen wir das doch auf den Tisch bei ihr. Auch mit dem Krönchen passt das ganz gut. Und sie kriegt dann auch nochmal so eine Lampe hier. So eine Lampe, Lampe. Dann wird das. Auch so ein Bettvorleger machen. Das passt nicht beim Teppich, ne, dazu. Wir machen hier auch noch so eine Lampe und die machen wir dann auch wieder in so einem krassen Ton. Machen wir die aber auch eher dann... Ne, die machen wir auf den Schreibtisch. Genau, die soll hier lesen. Hausaufgaben machen und so Zeugs. Und hier fehlt noch was an der Wand. Wir müssen hier noch irgendwas Cooles machen. Können ja auch wieder, aber das ist wieder zum... So ein bisschen was Gemaltes auch. Voll schlimm aus, ne? Ach ja, mit so Blümchen, oder? Das ist dann auch okay.
Tee, die den Papi gemalt. Und die Blumen. Ja, jetzt, also hier. Doch, finde ich gar nicht so schlecht. Und dann gucken wir nochmal noch in die Deko-Pflanzen rein. Puppenhaus gibt es vielleicht draußen für alle, die sich jetzt fragen. Ne? Mal, wie hier ist so eine Pflanze noch rein, dass ein bisschen mehr, ja, ein bisschen grün reinkommt, hier noch mehr, ja. Ja, zur Auflockerung. Doch, das ist ganz gut. Das ist doch ganz gut, das Zimmer, oder? Also mir gefällt das, muss ich schon sagen. Hätte ich nicht gedacht, dass ich das so schön heute hinkriege. Bin ja so ein bisschen immer skeptisch da am Anfang gewesen, auch mit den Betten und so. Aber was können wir denn noch in die Mitte reinmachen? Können wir noch irgendwas so Spielzeugskrams reinmachen, oder? Wir müssen auf jeden Fall noch was hier uns holen. Nicht Vampire, Elternfreuden und Base Game, bitte. Also hier die Bücherstapel, da muss da auf jeden Fall auch rein. Die machen wir noch mehr Bücher, damit das richtig aussieht wie so ein Leseverrückter. Noch mehr so Bücher, ja auch hier unten. So. Ja, das ist so wirklich so noch mehr in diese Richtung geht, dass der die schon sammelt und gar keinen Platz mehr hat im Bücherregal für das Zeugs. Ne? Und da oben stellen wir auch noch welche drauf. So. Die können wir auch so ein bisschen rein. Das merkt kein ziemliches die, oder? Na, die sind schon schweben, die. Dann lehnen wir das hier an das Schweinchen an. So. Schweinchen. Ein kackender Zwerg, ein Rucksack. Ja, der kriegt den blauen hier, ganz klar. Da steht, glaube ich, auch schon unten einer, aber wir machen den trotzdem nochmal hier so hin. Und sie bekommt natürlich diesen hier, ja. Ist auch logisch. So. Und die Pflanze umschmeißen, Madame. Ja. Ach ja, ach. Ach, für dich hat es wieder keinen Platz. I'm so sorry. Mit seinem Bauch hier. Der streichelt seinen Bauch hier so. Hallo. Ach, das ist aber auch gemein. Ja, dann kriegen die sowas noch. Aber da gibt es auch schönere noch. Die ist ein bisschen wärmer. Nehmen wir sowas. Und da auch. Da auch so, komm, dann nehmen wir da die bunten. Das passt hier zum Schränkchen ganz gut zu den Farben auch. Regenbogen. Und hier, siehst du den kleinen Sport-DJ-Kraken? Fußballmädchen. Ja, okay. Töpfchen brauchen wir nicht mehr. Nee, das ist okay so. Teddys, irgendwas. Sollen wir das vielleicht noch reinmachen? Puppenhaus. Das ist mir echt gerade am Überlegen. Oder halt eine Spielkiste. Das ist auch ganz schön nochmal. Aber ich glaube, da sind die auch raus aus dem Alter, oder? Die sind schon ein bisschen weiter. Ja. Ja. Platz ist nicht schlecht. Da kann man immer noch was dann hinstellen. Das ist ganz okay so, ja. Wir brauchen auch gar keinen Hochstuhl mehr, merke ich gerade unten in der Küche haben wir ja einen Hochstuhl. Brauchen wir gar nicht mehr. Haben wir Glück gehabt, wir haben ja nur Kinder erstellt dieses Mal. Keine Kleinkinder. Yay! Wir kriegen dir noch ein Kind. Jetzt noch Platz. Du musst es aber ins Elternschlafzimmer rein. Mhm. So. Dann haben wir das auch geschafft hier. Yay. Sehr cool. Mit das haben wir heute noch weiter. Kinderzimmer ist echt schon fertig hier. Cool. So schnell war das, glaube ich, noch nie irgendwie ein Zimmer fertig. Habe ich so das Gefühl. Machen die noch so ein bisschen darüber. Hm. Ja, komm, gemeinsames Kinderzimmer ist doch schön hier für die beiden. Okidoki. Okidoki. Wir legen los hier mit dem Flur. Und machen dann auch gleich die Türen, würde ich sagen. Und da im Flur nehmen wir auch so eine schlichte Tapete, aber nicht so eine altbacken, sondern die, wir nehmen die Elternfreudentapete hier und die in dem schönen, schön hell. Ja, wir machen das weiß, wir machen das Treppenhaus weiß. Und ja,
Ja, da geht es ja ins Bad noch rein. Ich würde einfach auch wieder einen weißen Holzboden nehmen, was wir da auch schon haben. So. Und ja, lampenmäßig ist wieder echt schwierig. Da müssen wir eigentlich noch mehr Lampen machen. Wenn das Gitter anmacht, dann kann man auch die über der Treppe platzieren, sonst rutscht die manchmal runter. Weil da oben reicht dann eine. Dann machen wir die so und so. So, oder? Ja, ist ums Eck rum. Und jetzt gucken wir mal nach den Türen. Welche Türen nehmen wir denn da? Das wird jetzt wieder eine Katastrophe, ich sag's euch. Also die Elternfreundentür für die Kinder finde ich gar nicht so schlecht. Ne? Wir müssen mal gucken, was für welche es da gibt. Ich finde das dann ganz cool. Ne? Das ist so mittel. Das ist so mittel. Wir machen das. Wir nehmen die Tür. Na, innen die Jacke, oder? Ja. Ja. Ja, die ist so ein bisschen... Das passt zum Mädchen und zum Jungen irgendwie, sag ich mal. Das mit der Hose ist ja cool. Auch. Und bei ihm können wir die, glaube ich, gar nicht mehr nehmen, weil so sportlich ist der gar nicht. Slytherin hier unten. Da. Nee. Wir nehmen einfach solche Türen hier, ne? Ja. Wir machen da ganz normale Türen. So. So. Die Eltern auch. Kriegen auch die Türen. Ja, so rum kommt man rein. Da ist es nicht möglich zu ändern. Passt aber auch soweit. Hier kommt man so rein, dann geht die Tür auf Richtung Schlafzimmer. Ich drehe die, glaube ich, um. Dass, wenn man reinkommt, nicht direkt, ne? Ja, eher in die Richtung läuft und nicht in Richtung Bett. Okay. Gut, beim Badezimmer ist es, ja, dann machen wir das auch so rum. Dann geht die gegen die Wand. Das ist ganz gut. Okay. Okay. Ja, im Flur. Was macht man im Flur? Da kann man eigentlich nur so ein komisches Sideboard da reinmachen. Das gibt's bei den Oberflächen hier. Wo gibt's den? Haben wir da nicht auch ein neues bekommen? Basisspiel, Großstadt, Elternfreuden. Haben wir kein neues bekommen, ne? Kein neues Sideboard. Dann nehmen wir einfach hier so ein Holzding. Das passt ganz gut zu dem Haus. Machen wir das so. Und das haben wir auch dann eine schöne Nische. Dann machen wir das weiter rüber. Dann können wir hier nämlich noch eine Pflanze reinstellen, damit es hier nicht so kalt aussieht. Gerade bei so Räumen ohne Licht brauchen wir Pflanzen. Ne? Dann machen wir hier sogar eine Palme rein, würde ich sagen. Ja. Eine schöne Palme rein. Und ja, das können wir auch noch hier. Und dann vielleicht noch einen Spiegel oder so. Gibt es auch den neuen? Oh ja, dann nehmen wir den neuen Spiegel hier noch dazu. Ein bisschen garderobenmäßig. Ist leider sehr hoch, der Spiegel. Aber so ist das wohl, ne? Und da dann... was machen wir denn da hin? Im Flur. Kommt dann mal wie so ein Schmetterlingsbild, damit es nicht so kalt aussieht. So kalt. Ja... Tja, das ist okay. Ist okay. Mhm. Ja, ja. Vielleicht noch da was, irgendwie ein Bild an die Wand oder so. Ein schönes, normales Bild. So ein Landschaftsbild, oder? So, wir nehmen einfach so eins. Mit weißem Rahmen. Und... ja, man sieht es eh nicht. Der Flur ist in der Mitte, ne? Wenn man spielt, die meisten spielen so, sieht man das ja gar nicht. Im Live-Modus blenden die Wandobjekte sich eh aus. Kann man kurz mal A zeigen, ne? Dann ist das Bild auch weg. Merkt kein Sim, juckt kein Sim. Passt schon so. Ach, da die Wand sieht man, ne? Weil hier, ja genau, das ist ja das Dach. Okay, ja, das ist gut zu wissen. Ist immer ganz gut, immer zu gucken, ne? Ja, und das ist auch ganz schön eigentlich, weil da sieht man viele Wände dann im Kinderzimmer, weil das fast alles Außenwände sind. Also diese Wand hier natürlich. Und da, okay. Ja, das ist auch perfekt, ne? Viele Außenwände, ist immer gut. Wir gehen zurück in den Baumodus, machen die Wände natürlich wieder hoch. Ich baue halt unglaublich gerne mit diesem Zeugs. Und dann wagen wir uns heute mal noch so ein bisschen an das Bad. Und die Nische ist ja wie gemacht dafür.
für unsere Dusche mit Vorhang. Und dieses Mal, weil im Nordseehaus haben wir die genommen mit den, die hier haben wir im Nordseehaus genommen. Wir nehmen jetzt dieses Mal die mit den Elefanten da, würde ich sagen. Die da. Mhm. Wir gehen in die Richtung. Okay, oder? Ist das gut? Jetzt haben wir den unten, da ist nur so ein Klo, ne? Dann wäre gar kein... Okay. Gut. Gut, gut. Because I'm happy. Wieso kommt mir jetzt das Lied in den Sinn? Ich freue mich. Das Ding wird bald fertig sein, Leute. Boah, hier ist so geil. Da machen wir wieder solche Lampen. Die passen ganz gut so ins Bad irgendwie, finde ich. Und brauchen wir noch den Garten, ne? Was brauchen wir denn im Garten? Schreibt das mal, was wir noch im Garten hier so brauchen. Das ist natürlich spannend im Garten dann auch. Weil, ja, da ist ja schon, also, schon was los dann. Also, ich würde schon sagen, wir nehmen die Tapete auch. Dann haben wir ein bisschen Fliesen, aber trotzdem auch so ein bisschen Holz wieder mit drin. Das ist echt schön mit dieser Nische, ne? Wir können die vielleicht sogar noch ein bisschen weiter vor. Merkt keinen Sinn, dass da hinten eine Lücke ist, aber das sieht dann einfach besser aus wegen der Kante, ne? Kante auf Kante hier. Da guckt die unten sogar noch so ein bisschen raus. Machen wir die Stolperfalle doch noch nach innen. Mhm. Schön. Das kann ich mir richtig gut vorstellen. Hier passt es ja perfekt rein. Nur wo machen wir jetzt das Klo hin? Eigentlich müssten die Waschbecken ja mehr Richtung Tür sein und das Klo eher in der Nische. Wobei wir ja einfach das Klo neben die Waschbecken auch papsen können. Wir brauchen ja keine 5 Waschbecken hier drin. Hier müssen wir in dieser Farbe auch bleiben. Also so ein 2er Waschbecken wäre schon nicht schlecht für die Family, ne? Aber dann daneben das Klo in die Nische. Müssen wir ausprobieren. Die kriegen auch ein hochwertigeres Klo. Die kriegen so eins. Ja, das ist okay. Würde man das so machen, neben dem Waschbecken direkt? Gut, wenn man keinen Platz hat. Ich meine, was will man machen? Ich kann es ja nicht hier in den Raum reinstellen. Und die Waschbecken hier hin, ist ja auch ein bisschen sehr eng. Dann kommt man zur Tür rein, steht vor dem Waschbecken. Ist auch blöd. Oder? Das kann es nicht bringen eigentlich. Wenn man da das Waschbecken hinmacht, das ist ein bisschen wenig für so ein Familienbad, ne? Ja, dann muss das eigentlich so hin. Vor das Fenster kann man das ja auch schlecht machen, das sieht ja auch aus. Wobei, wenn wir das hier so ein bisschen weiter rüber machen und die Waschbecken hier so hin und in die Nische dann vielleicht was reinstellen, das wäre dann, glaube ich... Aber vor dem Fenster, wäre denn das Klo vor dem Fenster? Aber so sieht es auch doof aus. Tja... Das ist jetzt schon ein bisschen doofig. Aber die Nische, die ist da perfekt für dieses Ding. Das muss so bleiben. Ja, das muss einfach so bleiben. Das können wir gar nicht hier noch großartig. Wobei, wie sieht es denn aus, wenn wir das hier so reinmachen und da dann das Klo in die Ecke und die Waschbecken natürlich dann hier in diese Lücke rein. Das wäre auch nicht schlecht. Ich fand das jetzt so toll. Nee, ich möchte es in der Nische haben, diese Dusche. Da habe ich mich schon so gefreut, die ganzen Folgen jetzt schon. Also wir habt ihr ja da noch eine Idee und wisst, was toll ist, wie wir das aufteilen können hier drin. Ansonsten würde ich sagen, lassen wir das mal. Ja, wir lassen das mal. So viel können wir auch eine Halbwand oder sowas einfach reinziehen. Dass das so abgetrennt ist, wobei das auch dann sehr eng wirkt hier. Oder? Zurück ist besser, ne? Schon besser. Ja, schon besser. Nee. Nicht Trennwand kopieren. Hier diese Riesenmuster da. Ja, dass man hier so genau, dann müssen wir das also so machen. Mhm. So ist, glaube ich, ganz gut. Außer ihr habt noch Ideen, dann immer her damit. Ich freue mich drauf. Yes. Und was wir noch im Garten brauchen, bitte auch kommentieren. Das wird so cool. Das wird so cool. Aber gehen wir jetzt über ins Weiß wieder zurück, ja. Okay, das war's für heute mit dem Elternfreundehaus. Wir haben heute das Kinderzimmer eingerichtet für die beiden Kiddies, für den Jeremy Pascal und die Zoe Marie, die wir erstellt haben im Livestream. Könnt ihr euch auch noch hinterher angucken, natürlich. Und ja, und natürlich ist ein bisschen das Bad angefangen. Ich freue mich drauf aufs nächste Mal zum Elternfreundehaus. Oder natürlich jetzt einem anderen Video eurer Wahl. Dann, wenn ihr noch mögt, ihr noch Bock habt, guckt mal rein in die Let's Build Playlist.
Es wird immer mehr, es wird so cool, es wird immer, immer cooler, es macht so viel Bock. Wirklich vielen lieben Dank. Ich freue mich auf eure Kommentare. Bis dann, macht's gut. Ciao.